Auch die Besten der Christlich-Demokratischen Union, meine Damen und Herren, sind jetzt gegen Atomenergie. Ich sage nur nochmal, Moratorium. Und auch der heimliche Star der CDU, Dr. Udo Brümme, war in Sachen AKW, nein, vorerst, für uns und für uns alle unterwegs. Deutschland begehrt auf gegen den Atomwahnsinn. Nun muss auch die CDU beweisen, dass sie schon immer gegen diese teuflische Kernkraft war. Zu diesem Behuf schickt sie ihren besten Mann an die Front. Den politischen Zickzack-Zampano, das geschmeidige Politass seiner Partei, Dr. Udo Brömme. Herzlichen guten Tag. Hallo. Shalom. Macht auch mit dir bei. Macht Spaß? Wundervoll. Hier ist einer am Werke, der die warmherzige Ansprache meisterhaft beherrscht. Na du Wildfang, auch Hallo. Dabei, was? Ja, natürlich. Dr. Udo Brömme von der CDU, grüße Sie. Jetzt ist jeder gefragt und ich bin natürlich auch dabei. Denn Atom ist wirklich eine schlimme Sache. Zumindest erstmal bis Juni und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ja, das ist das wieder bis Juni. Ja. Na gut, aber ich meine, wie gesagt, man hat auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Also es können sich natürlich die Dinge auch wieder ändern. Ne? Man weiß es nicht. Hallo ihr Freaks, hallo, grüß euch. Habt euch ein bisschen verkleidet. Karneval ist schon vorbei, was? Sind Sie von den Grünen? Ja. Ja, sehen Sie. Sie haben doch sicherlich in Ihrem Leben auch das eine oder andere mitgemacht, wo Sie heute anders drüber denken. Ja, klar. Haschischkonsum, Rockmusik gehört, wildeste Natur. Ich höre heute noch wie wild. Haben Sie geguckt? Was locker. Ob ich geguckt habe? Ja. Nein. Vielleicht besser mal gemacht. Ja. Wäre ich vielleicht weiter in der Partei gekommen. Das kann sein, ja. Das kann sein. Ich habe Bier gesoffen. Also Sie haben Bier gesoffen. Ja. Dann müssen Sie eigentlich in der SPD sein, was? Hallo Teens and Trends. Grüß euch. Hallo Teens and Trends. Wir sitzen alle in einem Boot. Ihr seid noch jung. Ihr werdet eines Tages eine Steuer überlegen. Auch du. Du bist ein junges Mädchen. Du stehst mitten in der Pracht deines Lebens, mitten im Saft, möchte ich praktisch sagen. Du weißt, du hast das ganze Leben noch vor dir. Du weißt ganz genau, wo die Optionen, wo die Möglichkeiten sind, wo nicht. Und es gibt natürlich diese Traumtänzer, die den ganzen Tag nur sagen, Atomkraft ist alles scheiße oder sowas. Sehe ich ja momentan auch so. Momentan. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die Wirtschaft nach vorne bringen, die es zu was gebracht haben. Ne? Ich zum Beispiel bin bei der CDU und vor allem noch eins hier. Siebener. Das wird nicht kriegen. Wenn du bei diesen Spinnern und diesen Traumtänzern da weiter mitmachst, überleg dir das bitte mal. Doch der Wettstreit der Meinungen zehrt an den Kräften. Kann man es da dem CDU-Talent verdenken, dass es ab und zu auch mal Nerven zeigt? Gehst du nach Hause? Großdemonstration geben und ich fordere euch auch alle dahin zu kommen. Außerdem ist am Samstag in Stuttgart die Schlussveranstaltung von Angela Merkel und Stefan Mappus, wo sie auch ganz recht herzlich eingeladen sind. Was ist denn los? Was soll denn das? Ich bin doch einer von euch, verdammt doch mal! Reißt euch ein bisschen zusammen! Herrschaftszeiten! Ja, der Polit-Titan hat wieder mal überzeugt. Ja, ich bin auch noch schön CDU wählen, ne? Tschüsschen. Bis nächste Woche. Und auch das langhaarige, ungewaschene Deutschland sagt Danke, Dr. Udo Brömme.